Der Schwan, ah, okay, alles klar. So einer ist er also. Ach, das ist hier Rasputins Zimmer, ne? Hier bin ich noch nicht gewesen. Oh, ein paar Papiertücher, ne? Was er damit wohl angestellt hat. Lila Bondage. Haha, was? Hm. Ja, geil. Die Klamotten von der Alten, wa? Gerade mal die Frage, wie ich hin, verdammt. Jetzt gucken, ist das Video eigentlich hochgeladen? Ja, ist es. Okay, jetzt wie komme ich denn da wieder hin an die Stelle, wo ich eigentlich hin wollte? Also in den Garten will ich eigentlich. Ich einfach bloß hier lang, ne? Ach stimmt, ich nehme einfach den Weg, den ich beim letzten Mal gegangen bin. Ich denke mal, dass es das einzig Logische wäre. Ich glaube, Monster oder so sollten hier nicht mehr auftauchen. Das Beste ist ja sowieso, da hat er jetzt sein riesiges Schloss oder seine Burg oder Festung, was auch immer es sein soll, jetzt rumzuschweben und macht einfach nichts, weißt du? Statt dass er einfach direkt angreift. Silberengel? Was ist denn ein Silberengel? Silberengel. Silberengel, ein Stück Papier mit einem netten Bild. Okay. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Für das da sein soll überhaupt. Ja,
auf jeden Fall kann ich mir jetzt, glaube ich, neue Kleider holen für ja, Geppettos komische Puppe. Auch wenn sie mich eigentlich nicht wirklich interessieren, weil ich die nie benutze. Ich glaube, wenn ich das letzte Mal benutzt habe, ist auch schon ein bisschen länger her. Für ihn kaufe ich mal was Neues, weil ich es halt brauche. Weil ihn werde ich bestimmt noch ein paar Mal haben. Blaue Schlange, Plastertron, blauer Umhang, Kampfrüstung 1, 2, 3. Taufstoner einmal. Spiegelarmband mit Kupferspiegel schützt vor Versteinerung. Leonardo Spear Ersatzband, um wirklich bewusstlosen die nächste Runde zu erreichen. Spikes. Aber mal gucken, ob wir den Nachlass kriegen, ne? Hohoho. Das war auch nur dezent knapp. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich machen kann. Hier bin ich ja schon vorne gewesen. Ja. Sieht total anders aus. Ach so, ja, den Mist, den habe ich ja schon gemacht. Das, was ich nur noch zu diesem blöden Händler war. Gesund aus, hm? What do you want? Veronica is dead. I see. You may leave now. By morning, Petrograd will be reduced to ashes. Do you have plans after that? No, I couldn't care less. Soon my demon servants will bring death to all of Europe. After that, Asia. And finally, we will destroy America. Have your goals changed so much, Master? Goals? I have no goals. There's no longer any need to rush.
100 years, 200 years, it doesn't matter at all. Time doesn't matter at all. What's wrong? You should be happy. You no longer have to toil in the dark like a thief. You'll soon have revenge. After my mother died and I was orphaned, it was you who had the Vatican accept me, Master. I have done my best since then to try to repay that debt. Yes, is that so? A sad story. But what of it? I saved you to use as my tool, not because I had any love for you. So you have no desire to rebuild Russia? After all the effort you spent in destroying her? Irrelevant. Why would I ever concern myself with such paltry matters? You were to succeed to the throne of Russia and become king of all Europe. What about those plans? You really are dense. I've disposed of such petty human concerns. For me, snuffing out human life is nothing more than an amusement. You've been possessed by Asmodeus. Why did you come here? Was it to anger me? Your little plan, I've known of it for a long time. To kill me after I become emperor, you were planning on making yourself the new Tsar instead. Isn't that right? Yes. It is true I am merely a bastard son. But it is still my right to inherit the kingdom. Who will believe you? My father. So it's revenge for your mother, eh? Yes. You're a fool. I came here to tell you something that you should already know. What is that? I'm more certain now than ever. I asked what it is! You cannot defeat Yuri. Ah, very well. And what makes you say that? He's just a human. A human, but he conquered Amon's soul. Do you understand what that means? His willpower is simply extraordinary. Extraordinary, you say? The willpower of a human and the destructive power of a demon. It's those two things that make him worthy of his name, Godslayer. You may have the power of a demon, but your will is weak, and that is why you cannot win. Interesting. And you think that you can win? Yes. Why are you so sure? What do you really think a puny human like you can do, huh? Oh, I see. So that's it. So, you finally understand. Good. So my true enemy was right here with me all along. We'll settle things between us later. But first, we'll have the Godslayer as a blood offering. Also so hat er auch irgendwie irgendeinen Dämon in sich drin. Oh. Was denn? Ach, eine neue Waffe für den Muskelprotz.
Ist das ein Fisch? Ein fucking Thunfisch, ja, kommt der klar? Kalter Thunfisch. Das ist bescheuert. Das hat der Typ gefressen. Fucking Thunfisch. Oh, Bombe. Gratiswaffe. Das finde ich immer geil, dass es bei ihm wenigstens Gratiswaffen immer gibt. So, okay. Sonst noch irgendwas, das hier rumfliegt? Schau mal in die Stadt hier zu Edgar, zum komischen Uhrmacher. Schau mal nach, ob der noch irgendwas für mich hat. Also, erstmal hier rüber. Okay, eine neue Dings. Das habe ich schon, habe ich auch schon, habe ich auch schon, habe ich noch nicht. Ah, okay. Kein Dings. Schwarze Königin. So eine Puppe in so einem SM-Outfit, wirklich. Kommen die klar, oder? Ist das noch irgendwas da, oder so, was ich kaufen kann? Ich glaube nicht, ha? Ja, okay. Hier ein Abflug. Check mal zu Edgar. Durch die Gegend drin, glaube ich, der mir ein Zeichen verkauft, aber auch für einen richtig fetten Preis. Panoramalinse, okay. Karen. 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 Nikolai. I have come for you. For me? Please, come with me.
Karen, please. If you continue on with this foolishness, you and Yuri will end up being killed by Rasputin's assassins. Yuri will never lose. You believe in him? Yes. I can see you truly care for him. You're right. He won't lose. So I guess you don't need me then, eh? What do you mean? I don't want to kill you. If you would only join me, you could achieve anything. What do you want? Fortune? Fame? Anything you desire? Karen, my love. You could even bring back your dead family. That's crazy. But why? Don't you understand how important you are? That's what I'm trying to explain to you. What exactly has that boy done for you, anyway? No matter how much you may love him, his heart belongs to another woman. What are you saying? It's obvious. Don't you see? He'll never be able to give you what you need. Don't. Warmth. Comfort. Love. Karen, come with me. I'll give you the love you want. Please stop. Don't fight it. A woman needs love to be fulfilled. I need you. Let's be together. Karen, I love you. But I love you. Yes, I love you. I feel sorry for you. Huh? You manipulate people's hearts. But what is it you really want? You think you can hide your true self behind your smooth talk and good looks? Is that how you've been able to get to where you are now? Well, it won't work. You can't manipulate me. But can you truly say you don't care for me at all? Goodbye, Nikolai. You and I were never meant to be together. Karen. Karen! Was ist das denn gewesen? Dream.
So, okay, was ist mit dieser Linse jetzt, die ich da bekommen habe? Das würde mich mal interessieren. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand, wa? Schrittzähler, Parona für Anastasia, Jobseffekt bei allen Feinden. Ah, nice, gell? Okay. Sollte aber auch nichts mehr sein. Kann ich hier auch bald einen Abflug machen, ne? So, okay. Backtracking sieht es wahrscheinlich gerade aus, ist es so? Backtracking ist es. Hier bin ich jetzt eigentlich fertig, ja? Theoretischerweise machen könnte, wäre mal irgendwie in die eine Dingsstadt zu gehen. Dümremi oder wie das Ding heißt. Ida-Flamme. Weil da gab es, glaube ich, noch Wölfe, gegen die ich kämpfen konnte. Aber bevor ich das mache, gehe ich erstmal speichern. Auf der Weltkarte. Das ist mal eine ganz gute Idee. Symbole. Was hat er denn drin? Hagelschnabel, Hagelbrisichstein, rote Wutbisserstrahl, Bogenorkan. Bogenorkan ist, denke ich mal, ganz gut, um ihn schneller zu machen. Na, perfekt. Bei mir mal. Ah, nee, ich speichere doch lieber nochmal ab. Naja, das hätte ich vielleicht mal ganz am Ende machen sollen, nachdem ich die ganzen Sachen ausgewählt habe. Ja, perfekt. Daten speichern. Ich habe ja schon einmal gegen die gekämpft und verloren. Sowieso super unfair, muss ich sagen. Na, oh, Mann. Den Kampf kann ich ja jetzt schon wieder vergessen.
gibt's ja wirklich. Wieso nicht, wie ich das schaffen soll? Ich kann ja nicht, ich muss mich ständig heilen, das ist das Problem. Ach, kann ich vergessen. Was denn bitte schön machen? Warum dürfen die denn? Das ist doch, die Runde ist jetzt komplett anders als vorher. Kann ich doch vergessen, wirklich. Soll ich so, wie soll ich das denn bitte schön schaffen, wenn ich mich jede Runde heilen muss eigentlich? Ich kann ja nicht mal angreifen oder so. Das ist ja das größte Problem. Okay, ich bin danach nochmal dran. Das ist schon mal ganz gut. Ohne sie. Ja, komm, ich habe eh verloren, das kann ich vergessen. Wirklich nur ganz dezent unfair. Mann, was? Na, ich hab verloren. Na, obwohl, es könnte doch was werden.
Sobald sie weniger werden, wird es ja auch leicht, aber es ist halt die Sache mit dem Dings. So arsch viele sind einfach drei Gegner. Und meine PP sind auch gleich wieder unten. Gift drinne, perfekt. Oh nee, das kann ich vergessen. Ich habe verloren. Oh nö. Na nee. Ah doch, nee, nur einer muss da noch angreifen, okay. PP vollständig wieder her. Ja. 10. Nein, Mann! Oh Scheiße, ich hab verloren. Ja, niemals. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Nie fucking mals. Das ist doch, Alter, ein Witz. Bloß weil ich an diesem Ding vorbeigegangen bin. Egal, scheiß drauf, ich mach das nur irgendwann später.